Extrem schnell, extrem vielseitig. Tischtennis begeistert Spieler aller Altersstufen und Niveaus. Reporterin Veronika Keller traut sich an die Platte und erlebt, wie unterhaltsam das ist. Immer wenn man denkt, jetzt kann ich's, geht's schief. Sie erfährt, wie gesund Ping-Pong ist und warum Parkinson-Patienten davon profitieren. Ich fange an, Tischtennis zu spielen und die Symptome sind weg. Das ist doch ein schöner Anblick, oder? Ich finde, an öffentlichen Tischtennisplatten ist immer was los und man hat irgendwie das Gefühl, die Stimmung ist ziemlich gut. Heute traue ich mich mal dazu. Und ich bin vorbereitet. Aber kann ich da jetzt einfach mitspielen? Ich habe das seit Jahren nicht mehr gemacht. Oh je, Mini, die spielen aber gut. Hallo. Servus. Braucht ihr vielleicht noch eine Mitspielerin? Na klar, komm, die das Niveau mit ein bisschen senkt? Du bist sie? Veronika. Super, Veronika, komm her. Dann spielen wir beide. Clara, hast du auch Lust? Machen wir einen Mix. Okay, dank Armin ein einfacher Einstieg. Ich bin direkt etwas nervös. Tischtennis habe ich nie wirklich gelernt. Einfach als Kind an Papas Platte drauf losgespielt. Verflixt schnell, dieses Spiel. So, Veronika, ein Tipp beim Tischtennis ist ganz wichtig. Mhm. Nicht so wie eine Laterne gerade stehen, die gehen ein bisschen unter. So wie der Torwart, wenn er auf den Ball wartet. Genau. Dann sind wir schon unten und dann werden die Bälle viel flacher und dann geht alles viel besser. Das beeindruckt den Gegner dann auch gleich. Ach so, ja, genau. Man wirkt so ein bisschen bulliger, oder? Dann sind wir gleich halber Profi. Jawohl. Es klappt gleich besser. Oh, super. Was für ein Spiel. Warum macht das eigentlich so viel Spaß? Die Eintrittsschwelle ist ziemlich niedrig. Du siehst, man kann hierher kommen, jeder spielt sofort mit einem. Es klickt, es ist Geschwindigkeit. Die Leute sind da, sind gut drauf. Das ist einfach für jedermann. Es ist eine der wenigen Sportarten, die man bis ins hohe Alter spielen kann. Also für einen älteren Herrn sage ich mal, dass es sehr angenehm ist, weil man viele junge Gegner hat. Vor allem dann, wenn man dem mal eine Spritze verpassen kann. Weil normalerweise ziehen ja die Älteren den Kürzeren. So, was meint ihr? Ist Tischtennis gesund? Na klar, schau uns an. An frische Luft, viel Bewegung, Rotation in der Hüfte. Perfekt. Kann eigentlich nur gut sein, oder? Ist nur gut. Ich stelle die Frage gleich einem tischtennisbegeisterten Sportmediziner. Der muss es ja wissen. Ich bin unterwegs zu einem Experten, der sich nicht nur mit den sportmedizinischen Aspekten des Tischtennis sehr gut auskennt, sondern der auch selbst ziemlich gut spielen soll. Da ist er schon. Sportmediziner Professor Martin Halle von der TU München haut sich mit seinen Mitarbeitern zwischendurch gern mal ein paar Bälle um die Ohren im Besprechungsraum. Als Jugendlicher hat er leistungsorientiert Tischtennis gespielt. Wie ordnen Sie denn Tischtennis aus sportmedizinischer Sicht ein? Tischtennis ist ein Sport, der Koordination trainiert, der aber auch für die Kognition wichtig ist und damit eigentlich ein idealer Sport für ein Leben lang. Ist es auch ein Sport, mit dem man sich fit halten kann? Ja, total. Also man unterschätzt, glaube ich, diese Belastung, auch die Herz-Kreislauf-Belastung eines durchaus ambitionierten Tischtennisspielers. Die ist extrem hoch. Wer dann auch keine gute Grundlagen-Ausdauerleistungsfähigkeit hat, der wird nie ein guter Tischtennisspieler. Ein weiterer Vorteil neben der Fitness: Beim Tischtennis ist die Verletzungsgefahr sehr gering. Selbst wenn einen der Ball mal erwischt, ist das verkraftbar. Und nicht nur gesunde Menschen können Tischtennis spielen. Besonders bei Parkinson-Patienten ist Tischtennis zurzeit sehr angesagt. Und so einen besuche ich jetzt. Seit 5 Jahren hat Jürgen Zender die Diagnose Parkinson. Seine Medikamente helfen ihm, aber an schlechten Tagen drängen die Symptome sich in den Vordergrund. Das beginnt mit dem, was Sie jetzt vielleicht hören, dass meine Stimme weggeht. Mein Parkinson ist linksseitig. Linksseitig heißt, die Hand und der Arm wird ganz steif. Ich kann da nichts mehr machen. Feinmotorik geht gar nicht. Beim Gehen würden Sie merken, dass ich leicht hinke. Aber vor 2 Jahren entdeckte er, dass es eine Tätigkeit gibt, die seine Symptome besser werden lässt. Ich stelle mich an den Tisch, fange an, Tischtennis zu spielen und die Symptome sind weg. Und ich spiele 2 Stunden Tischtennis, als hätte ich nie irgendeine Krankheit gehabt. Und Sie würden nie sagen, der Mensch da hat Parkinson. Das klingt ja nach einem super Effekt. Ja, das ist es auch. Was da medizinisch dahinter steckt, das erfahren wir gleich. Ich bin bei Jürgen Zender. Er macht gern Musik. Aber seit er Parkinson hat, ist seine Feinmotorik eingeschränkt. Und auch die Mimik wird steif. Einer meiner Wesenszüge war und ist, die Dinge leicht zu nehmen und positiv zu sehen. Aber mein Gesichtsausdruck spiegelt das nicht mehr wider. Das ist schade, ja. Sie sehen nicht, wie gut gelaunt ich im Moment bin.
Doch jetzt. Zum Glück hat er ein Hobby gefunden, das ihn doch immer wieder zum Lächeln bringt: Tischtennis. Und dafür engagiert er sich im Verein Ping Pong Parkinson. Lustiger Name, oder? Die Idee stammt aus den USA. Mittlerweile ist die Organisation weltweit aktiv und hat allein in Deutschland 180 Stützpunkte. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass ich als Parkinson-Kranker in einen Tischtennisverein gehe und dort spielen darf. Als ich hier in München angefangen habe, es hat über ein Jahr gedauert, bis wir einen Verein gefunden haben. Ping Pong Parkinson versucht, Tischtennisvereine für erkrankte Spieler zu öffnen und veranstaltet große Turniere extra für Parkinson-Patienten. Ich treffe Jürgen Zender nachher beim Training. Aber erstmal möchte ich wissen, was beim Tischtennis im Kopf passiert. Das kann mir der Neurologe Professor Bernhard Haslinger vom Klinikum Rechts der Isar erklären. Würden Sie mir aus neurologischer Sicht Tischtennis empfehlen? Absolut. Tischtennis ist ein extrem schneller Sport. Die Reaktionsfähigkeit wird gefördert. Die Fähigkeit, auf verschiedene Situationen zu reagieren, wird gefördert. Man bewegt sich. Er erzählt mir, dass auch viele seiner Parkinson-Patienten Tischtennis für sich entdecken. Trotz der Symptome wie Zittern und Bewegungsstörungen. Parkinson-Symptome, gerade das Zittern, sind auch sehr abhängig von Aufregung, von innerlicher Anspannung. Das heißt, wenn man bei irgendeiner Tätigkeit entspannt, an was anderes denkt, werden diese Symptome durchaus auch temporär besser. Es gibt andere Parkinson-Symptome wie Blockaden bei Bewegungen. Und wir wissen ganz gut, dass diese Blockaden durchaus auch verbessert werden, wenn ein Patient gewisse äußere Trigger, Reize bekommt. Ein kleiner, schneller Ball und das typische Tischtennis-Klick-Klack könnten solche Reize sein. Toll, also dieser kleine weiße Ball, der schnell auf einen zufliegt, löst eventuell eine Blockade im Kopf. Ja. Das ist auch toll. Ja, absolut. Wie das in der Praxis aussieht, kann ich gleich miterleben beim Ping-Pong-Parkinson-Treffen im TSV Neuried. Ich bin beim Tischtennistraining im TSV Neuried. Einmal die Woche mischen sich hier gesunde Spieler mit Parkinson-Patienten. Das schaue ich mir jetzt aus der Nähe an. Hier treffe ich auch Jürgen Zender wieder, der sich im Verein Ping-Pong Parkinson engagiert. Hallo, Herr Zender. Hallo, Frau Keller. Na, sind Sie fit? Es geht so. Wir haben schon bessere Tage, aber zum Tischtennisspielen reicht's. Geht's Ihnen beim Tischtennisspielen dann tatsächlich besser? Auf jeden Fall. Ich bin lockerer, bin entspannter, die Verkrampfungen lösen sich, der Kopf ist frei und ich fühle mich einfach rundum wohl. Hier mischen sich gesunde und erkrankte Spieler und auch verschieden weit fortgeschrittene Parkinson-Stadien. An der Platte am Rand macht der 16-jährige Jonathan gerade das sogenannte Eimertraining. Er ist kein Parkinson-Patient. Uli aber schon. Bei ihr würde mir erst mal gar nichts auffallen. Aber sie hat die Diagnose schon seit 7 Jahren. Was merken Sie für einen Effekt beim Tischtennisspielen? Gleichgewichtssinn wird besser, die Schnelligkeit. Also man sieht auch jetzt, habe ich jetzt gerade wieder so ein Hämatom, wo ich im Fahrrad gestürzt bin, weil ich einfach das Gleichgewicht dann verliere. Und das lernt man eben durch beim Tischtennisspielen wieder viel besser. Ist es schön, mit anderen Betroffenen zu spielen? Ja, man tauscht sich aus, man lernt sich kennen und man sieht, dass man nicht alleine ist. Bei Ping-Pong-Parkinson geht es nicht ums Punktemachen, sondern um Austausch und darum, gemeinsam schöne Ballwechsel zu schaffen. Bruno passt sich als nicht erkrankter Spieler an. Wir müssen uns natürlich zurücknehmen vom Tempo her. Es ist auch für mich eine Herausforderung, langsam und bedächtig übers Netz zu schlagen. Und das kann auch Spaß machen? Ja. Bei Klaus ist der Parkinson schon fortgeschritten. Ich finde es toll, dass er sich trotzdem an die Platte traut. Ist anstrengend? Ist schön. Hier geht es halt das Bewegen, ohne dass man sich Gedanken darüber macht. Also, das ist ja schön am Tischtennis, man muss spielen. Man hat nicht so viel Zeit, darüber nachzudenken. Und das Risiko ist natürlich da, wenn man fällt oder stürzt. Aber was ist das Leben ohne Risiko? Ja. Ich wünsche Ihnen, dass Sie es noch sehr lange machen können. Ja, macht was, tut was. Sport. Ja. Sport ist wichtig. Mache ich doch gerne. Und irgendwie gefällt mir, dass es hier nicht so sehr ums Punktemachen geht. Schweißtreibend genug ist es übrigens trotzdem. Vielen Dank für das schöne Spiel. So, heute habe ich zum ersten Mal seit langem mal wieder einen Schläger in die Hand genommen. Und ich habe sehr viel gelacht und richtig Spaß gehabt. Ich glaube, das mache ich in Zukunft häufiger. Sie ja vielleicht auch. Ich sage auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal bei Gesundheit.